Gut, wir schauen uns jetzt eine mögliche Lösung für die interaktive Aufgabe 3 an. Wie versprochen haben der Florian Gren und ich das Szenario, das wir in der Vorlesung betrachtet haben, noch durchmodelliert und wir sehen jetzt schon auf dem iPad-Bildschirm das fertige Modell in seiner vollen Pracht, so wie es wir interpretiert haben, beziehungsweise wie es wir abgebildet haben. Daneben haben wir auch noch das Szenario offen, um mitschauen zu können, was im Text denn auf welches Modellierungselement abbildet. Wenn wir uns das einmal ein bisschen rausvergrößern, sehen wir die drei Pools, die vorgegeben waren, nämlich den Kunden, die Vermittlungsagentur und das Autohaus. Genau das, hoppla, genau das finden wir auch hier im Modell wieder, den Kunden, die Vermittlungsagentur und das Autohaus. Wenn wir uns jetzt anschauen, wie der Prozess an sich beschrieben ist, das Szenario geht ja los damit, dass eine telefonische Anfrage von einem Kunden zur Vermittlungsagentur kommt. Das sehen wir hier. Der Prozess startet, wenn ein Kunde bei unserer Hotline anruft. Das heißt, grundsätzlich wird der Prozess vom Kunden ausgelöst. Zu irgendeinem Zeitpunkt, wo der Kunde den Bedarf verspürt, sich ein Auto zu mieten. Das heißt, wir starten hier. Alle anderen Pools, wenn wir schauen, haben nachrichtenbasierte Start-Events. Das heißt, die gehen dann los, wenn eine Nachricht eintrifft. Bei der Vermittlungsagentur ist eben, wenn dieser Anruf kommt, beim Autohaus, dann, wenn die Vermittlungsagentur mit dem Kundenwunsch anfragt. Wir haben dann hier eine Aktivität, einen Task reingebaut, der heißt Bedarf überlegen. Der ist jetzt im Szenario in dieser Form nicht enthalten. Den könnte man grundsätzlich auch weglassen. Es geht nur darum, hier nochmal formal abzubilden, dass wir irgendwie die Grundlagen dafür schaffen müssen, dass wir unseren Bedarf bekannt geben können bei der Vermittlungsagentur. Deswegen hier vorgelagert dieser Task, den wir dann beim Ausführen, beim Durchspielen des Prozesses eben auch zum Beispiel mit einem Formular oder mit einem Notizzettel, einer Bildschirmmaske, wenn man es interaktiv machen würde, hinterlegen könnte. Und dann wird der Anruf getätigt. Das ist ein sendendes Nachrichtenevent und dort unten wird dann der Anruf entgegengenommen. Dann kommt dieser Teil, wo wir sagen, wir heben die Wünsche und den Wohnort des Kunden. Das ist also das Telefongespräch an sich und das haben wir so abgebildet, dass wir sagen, okay, da passiert Interaktion zwischen dem Kunden und der Vermittlungsagentur. Der Informationsgeber ist grundsätzlich der Kunde, der Informationsempfänger ist die Vermittlungsagentur. Das lässt sich aber nur sehr schwer auf einzelne Events runterbrechen. Dementsprechend modellieren wir es als Nachrichtentask, einmal als sendenden Nachrichtentask und einmal als empfangenden Nachrichtentask. Sobald man diesen Modifier da angebracht hat, sendend und empfangendes Event auf diesem Task, dann dürfen auch diese Tasks mit Nachrichtenflüssen verbunden werden. Das heißt, den Akt des Anrufens, da ganz zu Beginn, den hier, den müssen wir rausziehen, um den Prozess hier unten überhaupt einmal auszulösen. Den Aushandlungs- oder den Telefonieprozess an sich, den bilden wir dann mit diesen beiden miteinander gekoppelten Tasks ab. So, in der Prozessbeschreibung geht es dann bei der Vermittlungsagentur weiter. Wir kommen dann nachher gleich wieder zum Kunden zurück, aber grundsätzlich passiert jetzt das bei der Vermittlungsagentur. Bei der Vermittlungsagentur steht jetzt, wir fragen jetzt beim nächstgelegenen Partner Autohaus an, ob die Kundenwünsche erfüllt werden können. Wenn das nicht der Fall ist, wiederholen wir die Anfrage bei anderen Autohäusern im Umkreis von 25 Kilometern. Schauen wir uns an, wie das abgebildet ist. Das ist jetzt der Bereich hier. Wir suchen also das nächstgelegene Autohaus im Umkreis von 25 Kilometern. Wir ignorieren mal ganz kurz dieses angeheftete Event hier. Das brauchen wir dann, um abbrechen zu können. Gehen also weiter. Wir haben ein Autohaus gefunden und übermitteln dem mit diesem Nachrichtensende-Event den Kundenwunsch. Es geht hier nach unten und beim Autohaus, bei genau diesem Autohaus, wo wir anfragen, wird der Prozess ausgelöst. Beim Autohaus wird jetzt die Verfügbarkeit geprüft und auf Basis des Ergebnisses dieser Aktivität können wir entscheiden, ja, wir können diese Anforderungen erfüllen oder nicht, also es ist verfügbar oder nicht. Wenn es nicht verfügbar ist, wenn wir diesen Weg einmal weiter verfolgen, dann endet der Prozess für das Autohaus hier und wir schicken die Ablehnung zurück. Oben haben wir jetzt
bei der Vermittlungsagentur ein ereignisbasiertes Gateway, das darauf reagiert, ob eine Ablehnung oder eine Zusage kommt. Das sind die zwei möglichen Ereignisse, die eintreten können an dieser Stelle. Wir gehen mal davon aus, dass wir von einem Autohaus auf jeden Fall eine Rückmeldung bekommen. Ansonsten würde man hier auch noch ein Timer-Event fürs Timeout benötigen. Wir haben also eine Ablehnung erhalten und können jetzt hier sagen, okay, dann müssen wir uns das nächste Autohaus, das noch im Umkreis von 25 Kilometern liegt, suchen. Diese Schleife durchlaufen wir jetzt grundsätzlich einmal so lange, bis wir irgendwann einmal eine Zusage erhalten, also bis dieses ereignisbasierte Nachrichtenevent hier in diesem Zweig auslöst. Kommen wir dann gleich dazu. Es kann aber jetzt natürlich auch passieren, dass wir schon alle Autohäuser angefragt haben, die im Umkreis von 25 Kilometern liegen, und dann tritt in Wirklichkeit eine Ausnahme auf, mit der wir irgendwie umgehen müssen. In diesem Fall haben wir das so gelöst, dass wir ein unterbrechendes Zwischenereignis anheften, und zwar dieses hier. Das ist jetzt, und da gibt es mehrere Möglichkeiten. Unseres Erachtens ist das das korrektere, wie man es modellieren wird, ein bedingtes unterbrechendes Zwischenereignis, und die Bedingung, auf die wir prüfen, ist, ob keine weiteren Autohäuser vorhanden sind. Man könnte jetzt auch überlegen, ob man das mit einem Fehler, mit einem angehefteten Fehler-Event modelliert. Das haben wir auch in manchen Fällen in Präsenzterminen so vorgeschlagen oder so gesehen und es richtig befunden. Rein semantisch aus der BPMN heraus gesehen ist es so, dass der Fehler tatsächlich eigentlich vorgesehen ist, um einen Systemfehler abzubilden. Das heißt, wenn zum Beispiel unsere Datenbank defekt wäre und wir keine weitere Abfrage machen würden, dann müssten wir das Fehler-Event verwenden. Wenn es ein geplantes Abbruchkriterium ist, dann würde man eher, so wie hier jetzt, das Bedingungsevent verwenden. Wenn das also auslöst, dann bricht dieser Suchprozess ab, geht also nicht mehr den Standardweg hinaus, der passiert nicht mehr, sondern geht den unteren Weg. Und der untere Weg beendet den Prozess der Vermittlungsagentur, indem wir dem Kunden Bescheid geben, dass wir den Auftrag nicht erfüllen können, den Auftrag also ablehnen müssen. Wir sehen das jetzt hier heroben ebenfalls. Nachdem wir mit dem Kunden telefoniert haben, wartet der auf Ereignisse, nämlich entweder auf diese Ablehnung, die jetzt genau passiert, haben wir hier gesehen, dann endet auch für den Kunden der Prozess, oder beim Kunden geht es dann weiter, wenn er das Angebot für die Vermietung erhält. Wie wir dorthin kommen, sehen wir jetzt einmal gleich. Wir stehen also jetzt dort, dass das Autohaus uns zugesagt hat, dass es diese Vermietung grundsätzlich durchführen könnte, also eine Zusage gesendet hat. Wir gehen in den Zweig Zusage erhalten und gehen jetzt hier unten weiter und führen jetzt die Vorreservierung durch. Wenn wir ins Szenario schauen, ist das genau der Satz: Wenn ein Autohaus die Wünsche des Kunden erfüllen kann, führen wir dort eine Vorreservierung durch. Dieser Teil, den decken wir jetzt damit ab, dass wir hier ein sendendes Zwischenereignis haben, das wiederum dem Autohaus Bescheid gibt, dass die Vorreservierung durchgeführt werden soll. Hier unten haben wir damit, weil das mit beim Autohaus eben mit Tätigkeiten zu tun hat, also da muss dann tatsächlich auch die Vorreservierung eingetragen werden, einen empfangenden Nachrichten-Task modelliert. Wenn wir dem Autohaus Bescheid gegeben haben, dann ist es fürs Autohaus wieder so lange ein wartender Zustand, bis ein weiteres Ereignis eintritt. Dazu kommen wir wiederum später. Weitergehen tut der Prozess eigentlich wieder bei der Vermittlungsagentur, nämlich wenn wir hier schauen und wir erstellen ein Angebot für den Kunden. Das haben wir hier als Task abgebildet. Wir kontaktieren den Kunden dann via E-Mail und legen das Angebot vor. Das ist wiederum als Nachrichtenzwischenereignis abgebildet. Der Kommunikationskanal, der verwendet wird, ob das jetzt Telefon oder E-Mail ist, der ist für BPMN in der Modellierung an sich unwichtig bzw. nicht abbildbar. Man müsste es halt als Annotation, als Kommentar dazu schreiben, wenn es wichtig wäre, dass das schriftlich erfolgen muss. Beim Kunden löst dieser Empfang des Angebotes jetzt diesen zweiten Zweig aus, den wir hier beim ereignisbasierten Gateway haben. Also wir haben mit der Agentur telefoniert zu Beginn, dann haben wir gewartet, entweder eine Ablehnung erhalten oder eben das Angebot erhalten. Wenn wir das Angebot erhalten, dann prüfen wir dieses Angebot.
Weil der Kunde muss nämlich in der Lage sein, das Angebot abzulehnen oder sich auch nicht zurückzumelden. Damit er es ablehnen kann, muss er es vorher prüfen. Das heißt, wir prüfen es und können dann die Entscheidung treffen, lehnen wir ab oder nehmen wir es an. In beiden Fällen geben wir der Vermittlungsagentur grundsätzlich Bescheid. Das heißt, wir senden die Ablehnung, dann wird hier unten auch hier wieder ein Ereignis passiert, es geht wird der Ablehnungszweig aktiviert, wir nehmen das Angebot an, dann haben wir die Annahme erhalten oder wenn der Kunde nicht reagiert, das heißt, wenn diese Angebot-Prüfen-Aktivität nicht binnen 24 Stunden abgeschlossen wird, dann endet der Prozess oder dann geht der Prozess herunter so weiter, dass dieses Time-Event auslöst und wir laufen in den Timeout. Sowohl bei der Ablehnung als auch beim Timeout stornieren wir die Vorreservierung und der Prozess endet. Diesen Teil sehen wir hier hinten. Das heißt, egal ob wir die Ablehnung erhalten haben oder ob der Timer abgelaufen ist, wir landen beim gleichen Event, nämlich dass die Vorreservierung storniert wird und der Prozess dann endet. Vorreservierung storniert, geht dann mit einem Message Flow wieder zum Autohaus. Die erhalten die Stornierung, entfernen die Vorreservierung und sind dann ebenfalls fertig. Wenn wir eine Annahme erhalten, dann bestätigen wir den Kunden, dass wir seine Annahme erhalten haben. Das heißt, der Kunde ist angerufen, der Bestätigungsanruf ist erhalten und der Kunde kann uns dann seine Zahlungsdaten sagen. Nimmt der Kunde, das ist jetzt im Szenario wieder dieser Teil, nimmt der Kunde das Angebot an, kontaktieren wir ihn telefonisch, um die Kreditkartendaten zu erheben. Das ist also dieser Teil, wo der Kunde den Bestätigungsanruf von uns erhält und uns dann die Zahlungsdaten bekannt gibt. Das muss man, also diesen Zwischenteil, der scheint ja ein bisschen überflüssig zu sein, muss man aber so abbilden, um die Flusssteuerung, die Ablaufsteuerung bei der Agentur zu belassen. Das heißt, es geht erst dann weiter, wenn die Agentur den Anruf tätigt und nicht der Kunde ruft uns an und gibt uns seine Zahlungsdaten bekannt. Also der Teil, den ich da jetzt markiert habe, der ist deswegen notwendig, weil wir den Kunden telefonisch kontaktieren und nicht der Kunde uns anruft. Wenn das die Zahlungsdaten übermittelt wurden, das heißt, wenn dieser Message Flow ausgelöst hat, dann nehmen wir die Zahlungsdaten entgegen und überprüfen diese. Wir überprüfen diese auf Gültigkeit und führen eine Vorreservierung des Betrags aus dem Angebot durch. Wir prüfen diese auf Gültigkeit. Das ist ein Standardprüfungsprozess. Da geht es jetzt nicht darum, dass ein Fehler auftreten kann, sondern grundsätzlich darum, ob die Zahlung so wie geplant durchgeführt werden könnte oder die Vorreservierung durchgeführt werden könnte auf der Kreditkarte. Das heißt, wir haben hier ein exklusives Gateway, da gibt es zwei mögliche Ausgänge, entweder die Prüfung ist erfolgreich oder die Prüfung ist fehlgeschlagen. Wenn die Prüfung fehlschlägt, dann informieren wir den Kunden über Probleme, das haben wir jetzt schon hier. Im Fehlerfall stornieren wir die Vorreservierung beim Autohaus und geben den Kunden über die Probleme Bescheid. Das ist jetzt hier so gelöst, dass wir vorher den Kunden informieren, das heißt hier oben Bescheid geben, dann endet auch für den Kunden der Prozess. Und dass wir danach in diesen Zweig von vorhin gehen, wo wir die Vorreservierung stornieren. Das ist also jetzt hier umgekehrt abgebildet, als es im Szenario beschrieben ist. Wir sagen zuerst dem Kunden Bescheid und stornieren dann. Das haben wir deswegen gemacht, dass wir dieses Nachrichtenereignis mit der Reservierung stornieren erneut verwenden können. Und nachdem das Senden von Ereignissen ja keine Zeit in Anspruch nimmt, ist es semantisch, macht es keinen Unterschied, in welcher Reihenfolge wir diese Nachrichten auslösen. Dass da für den Kunden bei Zahlungsproblemen der Prozess endet, ist natürlich inhaltlich eine Vereinfachung. Das würde man in der Praxis wahrscheinlich nicht so machen. Der Kunde würde also dann irgendwie vielleicht eine andere Kreditkarte bekannt geben oder die Zahlung auf anderem Wege durchführen. Führen die Vorreservierung des Betrags mit dem Angebot durch.
Das steckt hier mit drinnen. Das heißt, sobald die Gültigkeitsprüfung und die Vorreservierung des Betrags durchgeführt ist, geht es hier hinten weiter. Das wäre ein klassischer Fall, wenn man das separat abbilden möchte, indem man hier detaillieren würde, also hier einen Subprozess reinlegen würde. Oder das auch gegebenenfalls auf zwei Aktivitäten aufteilen könnte, dann müsste die Prüfung aber nach jedem der beiden Aktivitäten, die Prüfung auf Erfolg nach jeder der beiden Aktivitäten auslösen können. So, wir haben den Zweig abgearbeitet, wenn es zu Vorreservierungsproblemen gekommen ist auf der Kreditkarte. Wenn jetzt die Zahlungsprüfung erfolgreich war, dann können wir die Vorreservierung bestätigen, also Prozess endet, da waren wir dann fertig. Im Erfolgsfall wird die Reservierung beim Autohaus fixiert. Das ist jetzt diese Nachricht, die hier runtergeht. Wir sehen, das löst von diesem ereignisbasierten Gateway nach der Vorreservierung die Bestätigung der Reservierung aus. Die Alternative ist eben die Stornierung, die da hier eintreten kann, und informieren den Kunden über die Abgabe- und Abhol- und Rückgabemodalitäten. Das passiert jetzt hier über Abgabemodalitäten informiert. Und für den Kunden geht es hier weiter. Das heißt, auch hier hatten wir wieder ein ereignisbasiertes Gateway. Es hätte entweder ein Zahlungsproblem auftreten können, dann wäre es hier weitergegangen. Oder wir bekommen die Benachrichtigung, wo und wie wir das Auto abholen können. Dann geht es erfolgreich weiter. Der eigentliche Abhol- und Rückgabeprozess, der läuft jetzt zwischen Kunde und Autohaus und wird nicht abgebildet. Dementsprechend geht es tatsächlich im Prozess dann weiter, wenn das Auto zurückgegeben ist. Nachdem wir nicht wissen, wie lang das dauert, ist hier unten im Autohausprozess auch kein Timer in diesem Sinne irgendwie eingebaut, sondern nachdem diese Bestätigung erhalten wurde, kommen wir in diese Auto-nach-Rückgabe-Prüfen-Aktivität und die ist so lange aktiv, bis wir diese Prüfung abschließen konnten. Das heißt, da muss auch irgendwann das Auto zurückgegeben werden können. Würde man jetzt mitmodellieren, dass das Auto abgeholt und zurückgegeben wird, dann würden da jetzt potenziell einfach Nachrichtenflüsse zwischen dem Kunden und dem Autohaus eingezeichnet werden. Nachdem wir das hier vernachlässigen bzw. nicht im Modell abbilden, ist an dieser Stelle einfach nur der Sequence Flow. Für das Autohaus endet der Prozess soweit dann nach der Rückgabe, indem uns das Autohaus über den Zustand, also über die Rückgabe und den Zustand des Fahrzeugs reserviert. Das Zustand des Fahrzeugs, das braucht man für die potenzielle Nachverrechnung. Das heißt, bei der Rückgabe können Mängel aufgefallen sein, die zu einer Nachverrechnung von Kosten führen. Das decken wir ab, indem uns das Autohaus nicht nur Bescheid gibt, dass das Auto zurückgegeben ist, sondern auch Bescheid gibt, ob Probleme aufgetreten sind. Wir empfangen dann als Vermittlungsagentur diese Information und können jetzt entscheiden, ist keine Nachverrechnung aufgetreten oder ist eine Nachverrechnung notwendig. Gehen wir mal den einfachen Weg, es gibt keine Nachverrechnung, wir können dann die Kreditkarte tatsächlich belasten. Vorher haben wir ja nur die Vorreservierung des Betrags gemacht, jetzt machen wir die tatsächliche Zahlung und sind dann fertig, indem wir dem Kunden eine Dankesnachricht schicken. Die Dankesnachricht brauchen wir, um den Prozess auch hier oben abschließen zu können, weil es eben mit diesem ereignisbasierten Gateway hier unterschiedliche Ausgänge geben kann. Entweder es war alles in Ordnung, dann bekommen wir noch eine abschließende E-Mail und wir sind fertig, oder es kam eben über zu Zahlungsproblemen. Bei der Kreditkartenbelastung kann ein Fehler auftreten. Das sehen wir hier. Mal da kurz schauen. Wenn keine Mängel aufgetreten sind, die Mängel nicht bestritten werden, belasten wir die Kreditkarte des Kunden mit dem endgültigen Betrag. Das war also diese Aktivität. Falls es hier zu einem Fehler kommt, und das geht jetzt wirklich um einen Fehler, also um einen Systemfehler, informieren wir den Kunden und senden ihm eine schriftliche Rechnung zu. Und diese schriftliche Rechnung, die übermitteln wir an dieser Stelle, das heißt, wir informieren den Kunden über Zahlungsprobleme und lösen diese Rechnungssendung aus. Da geben wir irgendeinem Dienstleister oder einer internen Abteilung Bescheid, dass das passieren kann. Auch das abstrahieren wir hier. Das Rechnungssenden an sich modellieren wir nicht mehr. Wir haben den Kunden aber über diese Zahlungsprobleme informiert. Das heißt, informieren wir den Kunden, das ist der eigentliche Nachrichtenfluss, und das senden ihm eine schriftliche Rechnung zu.
Das modellieren wir nicht mehr im Detail, sondern machen das mit diesem Task Rechnungssendung auslösen. Dann fehlt uns eigentlich nur noch der Fall, also auch dann sind wir fertig. Der Prozess ist ja trotzdem formal grundsätzlich korrekt abgeschlossen. Teil des Prozesses ist es nicht mehr zu prüfen, ob die Zahlung dann auch tatsächlich eingeht. Uns fehlt jetzt noch der Zweig, weil wir eben geschrieben haben, der Prozess ist abgeschlossen, weil die Weiterentwicklung unsere Finanzabteilung übernimmt. Deren Prozess will nicht abbilden, deswegen hier nur diese eine Task. Uns fehlt jetzt dieser Zwischenteil. In diesem Fall setzen wir den Kunden über die Erhöhung der Kosten in Kenntnis. Wenn es also zu einer Nachverrechnung kommt, dann senden wir dem Kunden ein Event über die Nachverrechnung. Wir sind dann hier, der Kunde bekommt Bescheid, das ist also der dritte Ausgang. Der erste Ausgang war, alles ist in Ordnung. Der zweite war, es wäre eigentlich alles in Ordnung, aber bei der Zahlung hat was nicht funktioniert. Und der dritte wäre, wir haben die Nachverrechnung erhalten. Oder eine Benachrichtigung über eine Nachverrechnung erhalten. Jetzt müssen wir die Nachvollziehbarkeit der Nachverrechnung prüfen und können jetzt entscheiden, ist das für uns okay oder bestreiten wir die Mängel? Also wir setzen den Kunden in Kenntnis. Falls die Mängel bestritten werden, eskalieren wir den Prozess. Und falls nicht, dann können wir einfach nachverrechnen. Also sobald die Nachverrechnung bestätigt wird, weil vielleicht tatsächlich nicht vollgetankt wurde, bekommen wir vom Kunden eine Bestätigungsnachricht. Das löst jetzt herunter, nachdem wir den Kunden über die Nachverrechnung informiert haben, sind wir ja wieder bei einem ereignisbasierten Gateway gelandet. Diesen Zweig hier aus, und der geht wieder in dieses Kreditkarte belasten rein und wir haben das gleiche wie vorhin. Das ist also dieser Fall, falls keine Mängel aufgetreten sind, das war der erste Fall, oder die Mängel nicht bestritten werden. Das ist dieser Fall, den wir jetzt hier modelliert haben, dann belasten wir die Kreditkarte. Wenn der Kunde bestreitet, dann schickt er uns eine Beschwerde und wenn wir eine Beschwerde erhalten, dann stehen wir hier in diesem Zweig und hier nutzen wir dieses Eskalationsevent. Dieses Eskalationsevent verwenden wir dazu, um zu sagen, okay, der Prozess läuft jetzt irgendwo anders weiter. Auch hier haben wir im Übrigen noch ein Eskalationsevent verwendet, um nicht abbilden zu müssen, dass für den Kunden der Prozess jetzt an dieser Stelle noch weitergeht, weil er irgendwann einmal die Rechnung erhält. Das würde jetzt bedeuten, okay, der Kunde, wenn das ein Firmenkunde ist, sagt jetzt vielleicht irgendeiner internen Verrechnungsabteilung Bescheid, dass hier ein Rechnungseingang zu erwarten ist und dass der bezahlt werden muss. Das wäre ein klassisches Eskalationsevent. Wir eskalieren den Prozess an irgendeine andere Stelle, ohne dass wir uns darum kümmern, wie er dort im Detail behandelt wird. Und damit haben wir den Prozess im Wesentlichen an allen Stellen abgeschlossen. Der Prozess im Autohaus endet, wenn alles in Ordnung war, mit der Information über die Rückgabe. Der Prozess des Kunden endet damit, dass er entweder die Dankesnachricht erhält oder dass er uns eine Beschwerdenachricht sendet. Auch dann wird es irgendwie nach diesem Eskalationsevent weitergehen. Oder über Zahlungsprobleme informiert wurde. Der Prozess der Vermittlungsagentur als der Hauptprozess, der endet eben im Erfolgsfall mit der Dankesnachricht, bei Zahlungsschwierigkeiten mit der Kreditkarte, mit dem Auslösen der Rechnungssendung oder bei Reklamationen, die bestritten werden, mit einem Eskalationsevent, wo der Prozess irgendwo weiterläuft. So, das war das gesamte Szenario. Wir haben jetzt eigentlich alles abgedeckt soweit. Es gibt sicher noch andere Varianten, wie man das abbilden kann. Das, was jetzt hier vorliegt, ist aber tatsächlich jetzt ein in allen Pools vollständiger und syntaktisch korrekter BPMN-Prozess. Um das ist es in erster Linie gegangen. Es geht ja vor allem auch darum, einen durchgängigen Sequenzfluss zwischen allen Starts und allen End-Events zu haben. Das ist hier der Fall. Und die Message-Flows nur zwischen Pools einzusetzen, wobei Start- und Endpunkte entweder diese Nachrichtenereignisse sein müssen oder Sende- und Empfangstasks, wenn wir abstrakter gehen und nicht im Detail darauf eingehen müssen, wann zu welchem Zeitpunkt und welche Nachrichten genau ausgetauscht werden. So wie hier an dieser Stelle. Gut, soweit zu dem. Das werden auch Konstrukte sein, die für die
Hausübung notwendig sind. Insofern ist es vielleicht sinnvoll, das Modell auch als Grafik, das auch in der Lernplattform dann stehen wird, nochmal runterzuladen und anzuschauen. Vielleicht bringt es ja die eine oder andere Inspiration für die Hausübung.